Liebe Angehörige, liebe Anwesende, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Abschied zu nehmen. Abschied zu nehmen von einem großen Teil unserer Firmengeschichte. Abschied zu nehmen von einem wichtigen Teil der Siegerländer Industriekultur. Abschied zu nehmen von einem erheblichen Teil unseres Arbeitslebens. Abschied zu nehmen von langjährigen Freunden und Kollegen. Abschied zu nehmen von langjährigen Kunden und Lieferanten. Zu jedem Abschied gehört ein Anfang und ein Ende. Aber wie hat unsere Geschichte, die heute endet, begonnen? Und dazu machen wir eine kleine Reise zu Beginn der Vergangenheit. 1923 wurde der Grundstein von Dometic gelegt. Genau vor 100 Jahren wurde das Absorptionssystem erfunden. In den 50er Jahren sind in Siegen die ersten Absorptionskühlschränke unter dem Namen Gigas produziert worden. 1973 erkannte Electrolux diese bahnbrechende Erfindung und übernahm Siegers. Von da an lag die Konzentration des Konzerns auf den globalen Ausbau des Hotellerie- und Tabakmarktes. Die Welt wurde nun von Siegel aus mit unseren Kühlschränken ausgestattet. 2001 hat dann Electrolux das Hotel- und Karawangeschäft ausgegliedert und wir wurden Dometic. Das hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Und mit Leidenschaft, Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Schweiß haben wir weiter unsere Produkte in Siegel gefertigt. Am 27. Mai 2011 haben wir am Standort unseren 10-Millionen-Sven Kühlschrank gebaut und diesen Tag auch mit Musik gefeiert. Wir waren stolz auf unsere Produkte und unseren Standort. Jeder von uns hat im Urlaub nachgesehen, ob der Kühlschrank auf dem Hotelzimmer aussieht oder ob der Wohnwagen oder das Reisemobil mit einem Dometic-Kühlschrank ausgestattet ist. Denn dann wussten wir, diesen Schrank haben wir gefertigt. In den Folgejahren fiel die Konzernentscheidung, die Produktion der Hotel-Minibars ins Ausland zu verlagern. Dennoch wurde Siegen zur weltweit größten und modernsten Produktionsstätte für Absorberkühlschränke weiterentwickelt und es wurde weiter in die Produktion investiert. Flexibel haben wir Auftragsspitzen abgearbeitet und dabei weder Genauigkeit noch Qualität aus den Augen verloren. Es gab Zeiten, da reichten unsere Parkplätze für die Anzahl der Mitarbeiter nicht aus und die Produktion war dreischichtig ausgelastet. 2015 wagte Dometic den Börsengang und schleichend veränderte sich die Dometic-Welt. Zu Beginn waren es nur strukturelle Kleinigkeiten, aber ab 2018 zogen sich dunkle Wolken an Himmel zusammen.
Das Wort Epic wurde immer präsenter und es war spürbar, dass die Priorität mehr und mehr auf den Aktienkurs und den Profit gelegt wird. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Siebener-Wert immer profitabel gearbeitet hat. Deutschland ist zu teuer, haben sie gesagt, und es wurde darüber informiert, dass neue Generationen unserer Schränke in China produziert werden sollen, dass uns aber nichts passieren wird und bisher keine Entscheidung getroffen wurde, unsere Produktion zu schließen. Wir wollten daran glauben und hatten Hoffnung, aber wir waren nicht blauäugig und wollten unsere Produktion mit Leistung und Bereitschaft kämpfen. Dennoch haben wir keine neuen Produkte für die Produktion in Siegen bekommen. Dann kam Corona und einmal war China dann doch nicht mehr favorisiert. Wieder kannte die Hoffnung auf, dass alles gut werden wird. Doch die Hoffnung währte nicht lange. Mittwoch, der 6.7.2022, war der schwärzeste Tag für Siegen. Die Belegschaft wurde über die Standortschließung informiert und die Verlagerung nach Ungarn bekannt gegeben. Nun war es beschlossene Sache und wir konnten nichts mehr tun, um unsere Situation zu ändern. All unsere Bemühungen, Hoffnungen und Träume zerplatzten wie eine Seifenblase. Wir haben es lange vorher gespürt. Durch den Abzug sämtlicher Produkte und andere Werke hat man uns ganz langsam aufhören und vergessen lassen. Ein Bewusst wird langsam herbeigeführtes aus. Am Ende passen dann auch die Argumentation, dass der Standort leider nicht mehr profitabel ist. Viele Freundschaften und auch Ehen wurden hier geschlossen. Wir sind über all die Jahre zu einer großen Familie zusammengewachsen und haben Höhen und Tiefen durchlaufen. Heute ist unser letzter gemeinsamer Tag. Der letzte Tag, an dem ein Schrank durch uns mit Qualität und Leidenschaft getätigt wurde. Der letzte Tag der weltweit modernsten Produktionsstätte für Absorberkühlschränke. Wir haben um den Standort gekämpft und gehofft. Selbst nach der Verkündung, dass wir alle unsere Arbeitsplätze verlieren werden, waren wir pflichtbewusst und haben bis zum heutigen Tag unsere Arbeit verrichtet. Das macht uns aus. Denn das sind wir. Das Siegener Domestikwerk war immer profitabel und wäre dies auch heute noch, wenn es gewollt gewesen wäre. Leider allerdings nicht profitabel genug. Die Gier nach höheren Gewinnen war größer, ohne Rücksicht auf die Menschen dahinter. Lasst uns nun den letzten Schrank, die letzte Siegener Qualität, den letzten Abschnitt dieser Geschichte zu tragen. Und Dr. Alice Weidel.